Also bitte komm. Was ist? Alles super. Das wird toll. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Heute ist es soweit. Heute verlosen wir den Fresszirkel. Und das machen wir gleich. Aber erstmal wollte ich Danke sagen. Und zwar danke für die vielen Leute, die sich meine Videos angeschaut haben, für die vielen Kommentare, die ich bekommen habe. Also das fand ich richtig schön. Es haben viele Leute gesagt, hey super, die kaufe ich mir oder die habe ich jetzt mal auf dem Schirm und ich überlege mir das. Es gab auch viele Leute, die gesagt haben, hey, ich habe eine Makita und die ist auch super. Und da freue ich mich auch drüber. Und ja, das zeigt mir im Endeffekt, dass sich viele Leute für das Thema Oberfräsen so ein bisschen interessieren. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man was Handliches hat. Ne? Nicht so ein Riesentrümmer, den man irgendwo vielleicht lieber unterm Tisch klemmen hat, sondern ein bisschen was Kleines, was Handliches. So, es haben mich aber nicht nur Kommentare erreicht, wo es halt darum geht, hey, ich habe die und die Oberfräse, sondern es kamen teilweise auch Fragen und einige Anmerkungen. Und auf die möchte ich jetzt mal eingehen. Und zwar hat der Martin kommentiert. Der hat nämlich gesagt, der hat sich die geholt, hatte die ein paar Minuten laufen und da ist ihm aufgefallen, dass die hier unten sehr heiß wird. Das ist richtig. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei einer Makita ist, aber im Endeffekt ist es so, dass der Motor natürlich eine gewisse Hitze erzeugt. So, deswegen sind hier ja auch die LEDs drin, die halt anfangen zu blinken in dem Moment, wo das Gerät merkt, jetzt brauche ich eine Pause. Deswegen, also ich finde das jetzt nicht kritisch, das gehört halt dazu. Also wenn du einen Akkuschrauber 10 Minuten am Stück laufen lässt, dann wird der wahrscheinlich auch genauso heiß. Deswegen, da muss man sich keinen Kopf machen, eine gewisse Hitzeentwicklung gibt es halt. So, dann wollte der Sebastian was wissen über die Akkulaufzeit, beziehungsweise der meinte halt auch, ja, es kann ja sein, dass die relativ schnell leer ist. Ja, das kann tatsächlich passieren. Ich meine, hier jetzt ab Werk ist verbaut ein 4 Ampere Akku. Also nicht verbaut, der ist er ja, ne? Den kriegt man ja mit. So, und wenn man damit jetzt natürlich vorhat, was weiß ich, 3 Meter Newton zu fräsen, dann ist es natürlich klar, dass der ab einem gewissen Punkt auf Stufe 6 irgendwann einfach leer ist, einfach den Geist aufgibt. Wenn man jetzt aber ein paar Kanten fräst, dann hält er eigentlich ziemlich lange. Man kann mit der Geschwindigkeit ja auch ein bisschen runtergehen, das muss man ja eh so ein bisschen anpassen, nicht, dass man sich irgendwelche Verbrennungen am Holz holt. Deswegen die Akkulaufzeit, klar, ist natürlich nicht so wie mit einem Gerät, was am Stromkabel hängt, aber es ist okay. Trotzdem mein Tipp, guckt, dass ihr zumindest einen zweiten Akku bekommt. Also entweder ein Modell, was halt auch ein Makita-Nachbau ist oder tatsächlich ein Makita-Akku. Ne? Oder wenn ihr so einen habt, benutzt ihr halt den mit. So, was haben wir noch? Dann wollte jemand wissen, ob der Katsu-Akku, den ich übrigens gar nicht hier habe, gibt's da wo? Da. Ja. Ist ein bisschen chaotisch hier, ne? Sieht aus wie Kraut und Rüben. Ob der Katsu-Akku auch auf Makita-Geräte passt. Und das tut er nicht. So, ich habe hier mal was vorbereitet. Das ist der Bohrhammer, ne? Das einzige Gerät, was ich jetzt irgendwie noch von Makita habe, nachdem ich beim letzten Mal mit dem Akkuschrauber ziemlich miese Erfahrungen gemacht habe. So, und man kann den zwar anstecken, relativ schwergängig. Ja, der passt auch zum Beispiel schon mal nicht ganz rein. Ne? Also hier hinten fehlt ein Stück. Das geht nicht, aber Fakt ist, der springt auch gar nicht an. Und ich kriege ihn nicht mehr raus. Moment. So, jetzt. Bei Makita gibt es halt hier zusätzlich noch so ein Chip oder keine Ahnung, was da verbaut ist. Und man sieht auch, dass Makita hier anstelle von 2 Blechen 3 Bleche hat. Das hat die Katsu nicht. Die hat nämlich nur 2. So, und ich gehe davon aus, dass hier irgendwo eine Abfrage stattfindet. Da ich nicht im Thema bin, sind das jetzt hier gerade nur Vermutungen. Und ein Makita-Gerät hat eben merkt, hey, du gehörst nicht zu uns, bleib weg, ich springe auch nicht an. Andersrum funktioniert das, weil hier halt eben wirklich nur 2 Bleche da sind. Da wird keine Abfrage in Richtung Akku gemacht. Dem Ding ist mehr oder weniger egal, was man hier dran schließt, solange es irgendwie funktioniert und dieselbe Spannung hat. Jo, was haben wir noch? Das ist cool. Der Wolfgang hat mich nämlich auf was aufmerksam gemacht. Der hatte damals in meinem Parkside-Video, hat er auch schon kommentiert, da hat er nämlich erzählt, dass es auch spezielle Spannzangen für die Parkside-Oberfräse gibt. Und er sagte bei der Katsu, ja, da ist eine Spannzange für 10 mm Fräser drin, aber die passen nicht, weil die Welle hier nur 9,5 mm hat.
So, und da habe ich zu ihm gesagt, okay, ich probiere das aus. Und er hat tatsächlich recht. Also ich habe jetzt hier einen 10 mm Fräser. Der passt genau 1 cm in diese Welle rein. So. 9,5 mm kriegt man durchgesteckt, 10 mm passen nicht. Das heißt, wenn wirklich jemand auf die Idee kommt, sich 10 mm Fräser zu holen, also mit einem 10 mm Schaft, wird das nicht funktionieren, weil die Fräser halt nicht weit genug reinkommen. Machen aber die wenigsten, weil ich hatte ja gesagt, ich habe mal geguckt und zwei Fräser mit einem 10 mm Schaft kosten mal eben kurz so viel wie diese Oberfräse. Deswegen, der Normalverbraucher hat, glaube ich, ja, 6 oder 8 mm. Deswegen ist das was, was uns nicht, ja, nicht weiter zu stören hat. So, dann habe ich überlegt, ich habe ja dieses Modell noch mit Kabel und ich bin mir halt nicht sicher, soll ich jetzt einen Vergleich mal machen, also zwischen dem Modell und dem anderen Modell, oder soll ich das lassen, weil von dem anderen Modell gibt es ja auch schon diverse Videos, da schneidet die aber in den meisten Fällen halt nicht so gut ab, weil die von der Drehzahl teilweise in die Knie geht, weil die halt ein bisschen lauter ist. Also falls euch das interessiert, mache ich da ein Video zu, wenn nicht, halt nicht. So, jetzt kommen wir mal zu dem Fräszirkel. Wer auch immer den gleich gewinnt, wird den von mir zugeschickt bekommen. Das hatte ich ja gesagt, die E-Mail-Adresse, ne? Blende ich ja dann ein. Und den zerlege ich vorher. Ich nehme jetzt mal den hier, das ist ein anderer, weil den richtigen habe ich noch zusammengebaut gelassen, damit ich den halt im Bild ein bisschen rumwedeln kann. Und du bekommst von mir Folgendes. Du bekommst die Siebdruckplatte. Auf der Rückseite ist eine gefräste Nut, da komme ich gleich zu. So, dann kriegst du ein Tütchen. In dem Tütchen ist ein bisschen Zubehör drin und du bekommst von mir so einen Buchestab. Fangen wir mit dem an. Da ist auch eine Schraube bei, das Loch bohrst du dir selber. Der kommt logischerweise hinten dran. Muss ich wahrscheinlich nicht erzählen, mache ich aber trotzdem. So, dann ist in dem Tütchen drin alles Mögliche. Dieser, ich nenne ihn jetzt mal Nutenstein, den legst du so hier ein. Das heißt, der ist beweglich und gleichzeitig ist der Bereich hier vorne gesichert, damit du nicht zu nah an den Fräser kommst. So, dann hast du eine Unterlegscheibe dabei, logischerweise. Da nimmst du die glatte Seite nach unten. An deiner Unterlegscheibe ist auch noch eine Mutter. Die passt hier genau in die, Nut rein. So, eine habe ich vergessen? Verdammte Axt. Eine Flügelmutter, genau, die hat man ja so selten. Ne? Die kommt natürlich oben drauf und mehr passiert eigentlich nicht. Hier ist ein kleiner Nagel drin, das müssten 1,5 oder 2 mm sein. Das heißt, in dem Moment, wo du was fräsen möchtest, bohrst du dir so ein kleines Loch, schiebst das Ding rein, stellst dir das entsprechende Maß ein und dann kannst du loslegen. So, jetzt kommt was Wichtiges. Und zwar, ich schraube den mal zusammen. Du bekommst von mir eine Skala. Die klebst du dir hier ein. Und zwar machst du Folgendes. Du nimmst einen V-Fräser ist das, glaube ich. Den nimmst du, setzt den in deine Oberfräse, stellst, wie gesagt, hier irgendein Maß ein, fährst einmal kurz runter. Und dann misst du den Abstand zwischen diesen beiden Punkten. Und mit dem Abstand klebst du das entsprechende Maß hier an der Seite an die Unterlegscheibe. Weil dann hast du im Endeffekt, egal wo du das Ding hinschiebst, den passenden Radius und kannst den benutzen. Wenn du da später nochmal Fragen zu hast, kannst du mich auch nochmal, ja, anschreiben. Ich denke, das kriegen wir hin, das ist überhaupt kein Thema. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Dann starten wir jetzt die Verlosung und zwar habe ich mir eine kleine Fee besorgt. Die habe ich mir nicht besorgt, die habe ich gemacht. Das ist nämlich meine Tochter. Und die spielt hier gleich mit und dann ziehen wir den Gewinner. Das heißt, ich baue jetzt kurz die Kamera um und dann geht's los. Bist du bereit? Ja. Ja? Ja. Sollen wir dann den Gewinner ziehen? Ja. Ja, ja, super. Ja. Es geht los. Der Moment, ich glaube, ich muss runtergehen, sonst sieht man mich nicht, auf den wahrscheinlich viele von euch gewartet haben oder einige oder vielleicht auch keine Sau, ist egal. Wir verlosen jetzt den Zirkel hier. Und zwar habe ich mir eine Helferin mitgebracht.
die den Helm definitiv auflässt, weil ich möchte meine Kinder nicht im Internet haben. Im Internet haben. Und das drehen wir jetzt auch spontan hier in einem durch und gucken mal, was passiert. Hier ist ein cooler Karton. Da sind alle eure Namen drin. Die hat meine Frau heute Mittag ganz dezent alle aufgeschrieben. Fand ich ganz toll. Danke, Schatz. Steht hinter der Kamera. Und der wird jetzt geschüttelt. Und dann lassen wir uns überraschen, was passiert. Schüttel mal diesen Karton. Feste, richtig doll, richtig doll. Jawohl. So, jetzt mache ich den auf. Und da sind ganz viele kleine Zettel drin. Da musst du dir einen rausnehmen, ohne zu gucken. Siehst du was? Warte. Pass auf. So, und jetzt schnapp dir einen. Und jetzt mache ich den mal auf. Bist du bereit? Ja. Okay. Und zwar hat gewonnen Beast on Toast. Den Namen musst du mir mal erklären. Das würde ich gerne verstehen. Magst du gerne Toast? Oder? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, Fakt ist, warum hast du Beans geschrieben? Weil das so geschrieben wird. Auch echt? In Dings, ja. Okay, dann sind es Beans. Na, ist mir auch total egal. Auf jeden Fall, du hast gewonnen. Hier ist das Zettelchen. Und du schreibst mir gleich eine Mail an diese E-Mail-Adresse, die hoffentlich dann da unten steht. Und ja, dann schicke ich dir das Teil zu. Cool. Ja, dann bist du entlassen. Dann darfst du jetzt runtergehen. Den Helm lässt du noch auf. Sag tschüss, wink mal. Tschüss. Schönen guten Abend. Oh Mann. Kann es so schwer sein, guten Abend zu sagen?